herzlich willkommen auf dem diesjährigen 38. Bauern- und Kreativmarkt. Der findet zweimal im Jahr hier in der Bürgerhalle statt. Es stellen Landwirte und Bauern von der ganzen Umgebung hier ihre Sachen aus und verkaufen. Unter anderem natürlich auch Kreative, die ihre schönen dekorativen Sachen gerne den Leuten vorstellen und auch zum Verkauf darstellen. Das war hier vor allem unser Gedönse. Oder auch. Mit der Würste, ne? Ja. Auf die Idee zu kommen, dann ja. Ja, unter anderem kann man hier auch sehen, wie handwerklich die Sachen hergestellt werden. Und dann können wir sie auch noch schon kaufen. Das ist ja nichts mehr drin. Wenn man um 95 Reißverschlüsse und alles da was, dann wurde was rein. Kam auch rein. So ein Scheißtag. Danke. Okay. Wir sind jetzt hier an der Märkischen Spezialitätenbrennerei. Im Zuge des Bauernmarktes findet hier immer ein Tag der offenen Tür statt von 12 bis 16 Uhr oder 18 Uhr. Hier werden Brände und Whisky hergestellt, die man hier probieren und natürlich auch verköstigen kann und kaufen. Und fürs leibliche Wohl ist gesorgt ein offener Schwenkgrill, auf dem man Bratwürstchen und Steaks brutzeln sehen kann. Der Inhaber Klaus Wurm lädt Sie gerne ein, die Spezialitätenbrennerei einmal zu besichtigen. Mit Whisky, dass wir auch Whisky gebrannt haben, brennen mittlerweile aber auch Gin, Rum, Wodka, machen Liköre. Also wir haben ein sehr breit gestelltes Programm an Produkten. Die Obstbrände, Gin, Rum, Liköre, alles was ihr hier so probieren könnt, ist alles im Großteil schon auf internationalen Prämierungen gewesen. Und das, was wir hingeschickt haben, ist auch ausgezeichnet worden mit Bronze, Silber-Gold-Medaillen. Im Bereich Whisky sind wir von der Whisky-Bibel, was so ja, der Michelin-Führer für die Whisky-Szene ist, zu den Top 10% der weltweit besten Whisky-Brennereien gekürt worden, weil die Qualität halt eben entsprechend ist. Das macht uns natürlich auch Spaß. Könnt ihr alles bei der Melanie vorne probieren. Und ich mag euch jetzt einmal so auf die Schnelle erzählen, wie das denn funktioniert,
mit dem Destillieren von Whisky. Geht dann in der kupfernen Kugel nach rechts in den Hauptkühler, wird runtergekühlt, läuft dann hier vorne raus. Was wir hergestellt haben, ist ein sogenannter Raubrand. Das heißt, wir haben das Destillat einmal destilliert. Und dann erstaut sich hier in diesem Geisthut und kann da nicht weiter. Naja, das ist jetzt aber auch keine Diskussionsgrundlage, die ich mit dir führe, sondern es ist eigentlich nur ein freundlicher Hinweis von uns, weil uns wird da drin gleich ziemlich eng, weil wir sind sehr viele. Und wenn uns jetzt eng geht, dann machen wir uns selber Platz mit einem lauten Rums. Hier wird diese Traverse rüber in das Übergangsebene. Jetzt bin ich ja auch ein alter Pfadfinder. Im Pfadfindergesetz steht drin, ein Pfadfinder macht nichts halb. Ja, jetzt habe ich mit Schikanieren angefangen, also muss ich ja weiter schikanieren. Und kann ihn jetzt in diesem Rohr nicht einfach so aufsteigen lassen. Das heißt, ich habe hier umstudiert, kapierst du es nicht? Ja, habe ich kapiert, gesagt, okay, ich habe gelernt, mit dem kann man leben, Kompromisse sind gut. Wir machen in diesen Zwischenboden in die Mitte ein Loch hinein, da kann sich da durch. In dieses Loch habe ich eine Glocke liegen. Und diese Glocke könnt ihr euch vorstellen wie ein umgedrehter Suppenteller. Das heißt, der heiße Dampf kommt durch das Loch hoch, kommt unter diesen Suppenteller und an der Stelle stellen wir fest, heißer Dampf ist hochintelligent. Keine Fotokamera, sondern eine Videokamera. Jetzt. Beim nächsten Mal mache ich hier die Führung. Ja, genau.